Es gibt sie noch, die Brände in der Bundesliga und dazu die passenden Feuerlöscher. Felix Magath ist zurück. Ja, und ohne Schmarrn, Alter, das ist mein absoluter Lieblingstrainer. Was Felix Magath geleistet hat in seiner Karriere, ist wirklich Sahne. Und falls du das nicht weißt, google einfach mal und du wirst bei Wikipedia seinen Eintrag, ist einfach nur legendär, was der aus jedem Verein gemacht hat, den er übernommen hat. Die hat er besser gemacht, bis auf vielleicht Fulham. Aber das war dann schon sein letzter auch vor dem Chinesischen. Jetzt ist er bei Hertha. Mal schauen, ob er Hertha retten kann. Aber fangen wir erstmal am Freitagabend dann mit Bochum gegen Gladbach. Und die Bochumer sind hier Außenseiter gegen eine Mannschaft wie Gladbach. Ist eigentlich ein bisschen unverdient. Die Buchmacher müssen ja irgendwie davon ausgehen, genauso übrigens wie ich, dass irgendwann mal Gladbach endlich sein Potenzial abruft. Jetzt haben sie letzte Woche im Spiel der beiden Krisenclubs gewonnen gegen Hertha. Deshalb haben wir ja auch keinen Korkut mehr, sondern eben den Felix dazu, aber dann zum Hertha-Spiel mehr. Also ich glaube schon, ich weiß jetzt nicht, ob der Adi Hütter wieder dabei ist. Ist ja Corona-mäßig ausgefallen beim letzten Spiel. Ob es der Mannschaft gut getan hat, egal war, ist egal. Für mich, ich glaube, dass jetzt endlich mal Hertha eine kleine Siegesserie hinlegt. Deshalb würde ich hier tatsächlich den Gladbach-Sieg bevorzugen als Wette. 2,38 kann man bestimmt machen als Gladbach-Fan, aber du hast ja gesagt, Hütter war nicht dabei und plötzlich gewinnen die ein Spiel. Und vielleicht war das ein Zeichen, aber andererseits, ja, sollen sie ruhig mit dem die Saison beenden und nächstes Jahr kann es fast nur besser werden. Ich würde mich enthalten, weil dafür ist Bochum zu Hause ja unberechenbar. Die haben ja echt gute Ergebnisse zu Hause gehabt, gegen Dortmund gewonnen oder einen Punkt geholt, gegen Leipzig nur 0-1 verloren, gegen Bayern zu Hause sogar gewonnen. Da sollten sie auch Gladbach ärgern können, deswegen ist mir ein Gladbach-Sieg zu heftig. Da stehe ich nicht dahinter. Ein Unentschieden könnte ich mir vorstellen, aber wenn du so für Gladbach bist, kommen wir hier nicht ins Geschäft. Würde ich nicht Geld drauf setzen, dass Bochum punktet. Ja, und ich gönne es ihnen auch natürlich. Genau, was sagst du dem Mainzer? Ja, Mainz ist jetzt natürlich eine Wundertüte, ne? Also auf der einen Seite haben sie jetzt 2 Wochen kein Spiel mehr gehabt und beziehungsweise 2 Ausfälle gegen Dortmund und Augsburg. Und jetzt das Spiel erst gegen Dortmund und dann geht es weiter gegen Arminia. Für Bielefeld eine große Chance, wenn du ehrlich bist, da vielleicht einen Punkt zu stehlen. Und ich erwarte tatsächlich einen harten Kampf. Ich würde da sogar sagen, dass wenig Tore fallen. Mainz ist ganz gefestigt, daheim 5 Siege in Folge. Das spricht auf jeden Fall für den FSV, auch erst 7 Gegentore. Wahnsinn. Und demnach sage ich, egal wie das Ergebnis ausgeht, es gibt unter 2,5 Tore. Das ist echt auch echt interessant, was Mainz für eine Heimstärke hat mit einer Niederlage zu Hause bisher. Das spricht eigentlich für einen klaren Mainzer Heimsieg, aber die Punkte, die du schon gesagt hast, eben, dass sie gegen Dortmund spielen und dass sie ja immer noch mega Corona geschlaucht sein dürften. Deswegen würde ich beim Dortmund-Spiel fett auf Dortmund setzen und in diesem Spiel dezent auf Bielefeld, weil das Value haben wir hier mit der höheren Quote. Wir müssen ein bisschen schauen. Bielefeld plus 1 bei einer Quote von 1,7 wäre schon das höchste der Gefühle. Aber auf der anderen Seite, ich bin weit davon entfernt, auf eine Mannschaft zu setzen, die in den letzten 3 Auswärtsspielen kein Tor geschossen hat und alle verloren hat. Also da bin ich dann doch ja zu sehr Statistik-Fan und sage, auch wenn Mainz jetzt irgendwie nur mit der zweiten Mannschaft spielt, können sie trotzdem zu Hause gegen Bielefeld mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Aber eben, also schwer zu sagen in diesem Spiel. Unter 2,5 Tore hast du gesagt. Wäre natürlich auch interessant. Gibt dann auch eine relativ gute Quote von 1,76. Aber auch das, lass da was passieren, dass da wirklich dann irgendwelche dritten, vierten Torhüter drin sind, dann siehst du halt 8 Tore. No bad. Guter Punkt. Ja. Bei Greuther Fürth gegen Freiburg haben wir auf der einen Seite wirklich ein Top-Team, auf der anderen Seite ein schon so ziemlich sicher abgestiegenes Team. Die Freiburger Wahnsinn, jetzt auf Platz 5, aber punktgleich mit dem 4. und 1 Punkt hinter dem 3. Man stelle sich vor, Freiburg würde die Saison auf Platz 3 beenden und in die Champions League einziehen, dann könnten wir eigentlich nach Freiburg fahren, oder? So ein Roadtrip und da mal ein bisschen mit denen feiern, das würde mir Spaß machen.
Und in diesem Spiel, ja, Sieg Freiburg gibt halt eine 1,75, fast ein bisschen zu niedrig. Würde mir aber tatsächlich reichen. Also aus zwei Gründen. Leipzig hat jetzt ein bisschen auf die Fresse bekommen, auch gerade erst gegen Fürth 6-1 verloren. Oder war es 7-1? Habe ich schon wieder verdrängt. Auf jeden Was? Fall. Bitte? Du hast gesagt, Leipzig hat von Fürth auf die Fresse bekommen, andersrum, was? Ja, guter Punkt. Ach Gott. Auf jeden Fall, Freiburg, der Streich hat sich ja so gefreut bei dem Sieg gegen Wolfsburg, als hätte er, keine Ahnung, Nichtabstieg und Meisterschaft gleichzeitig erreicht. Und deshalb glaube ich, dass das Team so motiviert jetzt eingestellt ist. Überhaupt, Radek, ist es doch so, hast du nicht auch noch im Gefühl, dass Freiburg jetzt ganz viele Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hatte und Punkte gelassen hat? Die Realität ist, ein Sieg folgt auf dem nächsten. Und demnach glaube ich, dass hier der nächste Dreier fällt für Freiburg. Aber fast besser als ein Freiburg-Sieg bei einer Quote von 1,76 gefällt mir dieses beide Treffen, weil die Fürther zu Hause eigentlich oft treffen, wenn nicht immer, und die Gegen die. Freiburger auswärts, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, ja sowieso, dann 1,82. Wir reden aber bei Freiburg von einem der. Besten Defensiven der Liga. Ja, das weiß man. Ist Ja, kurz gehangen, passt schon. und ich freeze leider heute ein bisschen. Von daher glaube ich, dass es sehr gefährlich ist und die Quote sollte höher sein. Auf beide Treffen. Okay. Ja, weil Ja, Freiburg halt verteidigen kann, ne? aber. Ja, dein Freiburg-Sieg, da kriegen wir bald wieder Anrufe vom Herrn Leitl, aber meinetwegen, Sieger Dafür gibt es Freiburg, 75% kann man nicht Rendite. machen, das kann man nicht machen. Also, wenn Geld keine Rolle spielt, okay, dann tipp drauf, macht es, aber ich würde das nicht machen, aber ja. Jetzt sind wir aber beim Herrn Felix Magath. Quälix war sein Spitzname. Ich hoffe, er quält mal die Berliner so richtig, dass die mal in die Puschen kommen. Jetzt kommt mit Hoffenheim natürlich ein schwieriger Gegner. Da könnte man sagen, oh, die TSG, die ist auf Champions League Kurs. Aber da, ja, haben jetzt gegen Bayern gepunktet und eine saubere Serie hingelegt, während die Hertha natürlich, wissen wir alle, nichts geleistet hat. Aber gerade in so einem Spiel ist es dann wahrscheinlich der Game Changer. Und du hast das ja schon angeteasert. Du erwartest einiges vom Quälix. Warst du nicht das? Auf jeden Fall gibt es ja einen interessanten oder einen geilen Spruch. Ich mag es, ich habe es ja mit meinen Stürmern aus der Vergangenheit. Jan-Arge Fjørtoft hat ja gesagt, er weiß nicht, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber jeder Fahrer, Mitfahrende wäre auf jeden Fall topfit gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Radek, ob dieser Felix Magath in die heutige Zeit passt, der verwöhnten Stars, wo irgendwie Verantwortung ganz gern weitergeschoben wird, bla bla bla. Ich kann mir vorstellen, dass der mit seiner Idee, Fußball zu arbeiten und auch dann letztendlich zu spielen und zu trainieren, ein bisschen scheitert, gerade bei so einem nicht homogenen Kader, wie eben es die Hertha hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche den Berlinern den Abstieg mehr als anderen Teams da unten. Fände es auch für die zweite Liga spannender, wenn da noch ein Big Name mehr drin ist. Hamburg, Schalke, Hertha und so weiter. Auf jeden Fall muss man aber sagen, ich glaube auch an den Quälix-Effekt und deshalb denke ich, dass so eine doppelte Chance auf Berlin schon Sinn machen würde. Vor Ja, allem, weil sag es doch. Hoffenheim ist. Ja, eben, wir sind alle Berliner an diesem Wochenende. Und deswegen Double Chance Hertha, hier eine 2,17. Go for it, Quälix, go for it. Das wird doch klasse. Und die Stuttgarter zu Hause gegen Augsburg Favorit. Da wittere ich aber Value auf der anderen Seite. Jetzt haben die Stuttgarter gerade mal hier einen Punkt geholt und gegen. Na, sorry, falsche Seite, hier gegen Union und gegen Gladbach zu Hause gewonnen, was ja wirklich fast keine Kunst ist. Und kaum sind die dann aus dem Abstiegskeller wieder raus, fast. Also, das ist ja auch irgendwo Augenwischerei. Die sind natürlich im höchsten Abstiegskampf noch, weil Hertha ja genauso schlecht ist, nur jetzt halt einfach einen besseren Trainer hat. Also, Hertha kommt von hinten und Stuttgart muss sich anschauen. Auf der anderen Seite wäre das ein wirklich extrem wichtiger Sieg für die Stuttgarter. Wenn sie jetzt gegen Augsburg gewinnen würden, wären sie punktgleich mit den Augsburgern. Aber wer glaubt denn daran? Schau dir mal die Ergebnisse der Augsburger zuletzt an. Die haben gegen Bielefeld gewonnen, in Bielefeld, auf der Alm. Dann haben sie gegen Dortmund ein Unentschieden geholt und ja, gut, auch immerhin gegen Union Berlin gewonnen. Also, die Augsburger, die halte ich von der Form und von der Qualität einfach fast schon besser als die Stuttgarter. Zumindest sind sie nicht schlechter und deswegen finde ich hier Asian Handicap auf die Augsburger absolut valuehaltig.
ist dann auch doppelte Chance Augsburg, ne? Jo. Also ich denke, die Augsburger haben sich auch ausruhen dürfen, haben ja nicht gegen Mainz gespielt. Und wenn du da draußen in meinem Alter ungefähr bist, dann hast du bestimmt auch Anstoß gespielt. Und da hätte ich in der Kabinensprache gesagt, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Strengt euch an. Und es ist auch so, wenn Stuttgart gewinnt, sind die beiden gleich auf. Wenn Augsburg gewinnt, ist Augsburg 6 Punkte erstmal weg von Stuttgart. Also unentschieden oder Sieg Augsburg wäre clever. Deshalb X2 bin ich d'accord. 1,86, gute Quote dafür. Und auf der anderen Seite, ja, wünsche ich es keinem von beiden. Und du hast ja auch richtigerweise gesagt, eigentlich kann nur Hertha noch absteigen, weil ja, Bielefeld meinetwegen auch, aber es war fast noch Hertha unsympathischer und hat es auch weniger verdient als die hart arbeitenden Bielefelder. Aber gut, wir werden sehen, wird auf jeden Fall spannender als an der Tabellenspitze, weil da ist Bayern München ja fast schon durch. Oder Dortmund gewinnt das Nachholspiel gegen Mainz, davon gehen wir jetzt mal aus, obwohl es heute Abend ist. Dann sind es nur noch 3 Punkte. Union ärgert die Bayern und Bayern macht das dritte Unentschieden in Folge. Dortmund gewinnt, dann sind es nur noch, ist nur noch ein Punkt. Also Dortmund könnte brutalst aufholen an diesem Wochenende. Ist schon viel Fantasie, weil es geht ja um Dortmund. Mir gefallen Ja. die Quoten nicht. Wir schauen vielleicht mal ganz kurz, ob beide Treffen beim Bayern-Spiel wieder Value hergibt. Aber auf Bayern-Sieg oder auf Union Berlin würde ich nicht gehen. Beide Treffen würde ich einloggen. Ja, absolut. 1,97. Union hat zwar jetzt die letzten paar Spiele nicht getroffen, aber das ist ja eher so, als wie jetzt muss es dann mal wieder passieren, gell? Und Genau. nicht jetzt werden die nie wieder ein Tor schießen, weil Okay. der Trend ist halt einfach 3 Spiele in Folge. Wenn du nicht triffst, triffst du nie wieder. Also deswegen super Quote 1,97. Bayern, weiß man ja, lässt gerne mal Tore rein. Leipzig hingegen ist ja da mittlerweile mit Tedesco auf einem sehr, sehr guten Weg und hat führt jetzt hier in der zweiten Halbzeit hauptsächlich weggefeuert. Frankfurt auch stark mit 2 Siegen in der Bundesliga in Folge und in der Europa League spielen sie jetzt aber unter der Woche und müssen da natürlich auch alles geben. Das würde einfach den Leipzigern in die Karten spielen, die auch zu Hause natürlich stark sind, aber eine 1,47 ist natürlich witzlos. Ja, wegen der Doppelbelastung mit Europa League würde ich jetzt auch nicht auf Frankfurt gehen. Sonst hätte ich allein wegen den Quoten schon gesagt, da muss man Frankfurt plus eins oder Doppelchance auf Frankfurt gehen. Alles andere kommt gar nicht in Frage. Frage. Er wollte wahrscheinlich auch sagen, dass man deswegen vielleicht auf beide Treffen setzen könnte. Was meinst? Das habe ich 1,77? gesagt, aber offensichtlich bin ich. Genau, das habe ich gesagt, aber anscheinend bin ich heute sehr oft gefrozen. Passt schon. Wir haben es auf jeden Fall eingeloggt, sagen wir mal. 1,77. Frankfurt trifft in Leipzig, auch wenn Leipzig eigentlich eine starke Defense hat. Jetzt zurzeit hat er sogar auf Fürth gegen die getroffen. Das kann schon mal sein. Wolfsburg-Leverkusen, da habe ich eine interessante Sache dazu, denn Leverkusen, wissen wir ja alle, spielt jetzt hier in der Europa League gegen Bergamo, hat außerdem gerade gegen Köln verloren, muss vielleicht sogar auf Wirtz verzichten, der ja verletzt vom Platz getragen wurde. Mit Und Kreuzbandriss bist du noch nicht ganz sicher, ob er wieder zurückkommt. ja, bei Valdas Ivanauskas in den 90er Jahren hat sowas gerade mal ein paar Tage gedauert, aber du hast es ja vorher schon gesagt, heutzutage sind die Leute einfach viel zu weich und da dauert halt so ein Kreuzbandriss dann einfach mal länger. Deswegen, wenn Wirtz spielt, sage ich, Leverkusen hat eine Chance. Ohne ihn wird es schwierig, deswegen fast schon Value auf Wolfsburg, sollte man drauf setzen. Dann schauen wir uns auch hier die Quoten an mit Double Chance bzw. Asian Handicap. Du sagst es. No, no way. Ja, das reicht nicht. Für Hier plus Wolfsburg. 0,25. Persönlich glaube ich, dass Wolfsburg gewinnt. Wetten würde ich darauf nicht, weil die sind ja schon nicht ganz zu Unrecht so im Mittelfeld. Auch seitdem jetzt Kruse da ist, läuft es ein bisschen besser. Aber man kann jetzt nicht alles ausblenden, was davor passiert ist. Ich würde halt sagen, dass Leverkusen eigentlich die bessere Mannschaft wäre, ohne Wirtz und mit Doppelbelastung. Reicht es aber auf jeden Fall noch vielleicht für einen Punkt. Eine 3,7 für eine Unentschieden hier finde ich eine tolle, feine Sache. Ja. Und dann haben wir noch Köln gegen Dortmund. Und wir wissen jetzt leider noch nicht, wie dieses Spiel der Dortmunder gegen Mainz ausgeht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie das gewinnen werden. Und mit Haaland wieder auf dem Platz ist Dortmund natürlich eine ganz andere Mannschaft. Die müssten jetzt natürlich eine Serie hinlegen, weil so nah kommen sie dann an die Bayern nicht mehr ran, wenn sie jetzt wieder
eine Durststrecke hinlegen. Aber du hast es vorher auch schon gesagt, dass Dortmund halt Dortmund ist und wenn es darum geht, irgendwie Meisterschaften zu gewinnen, dann kacken die sich so mit richtigen Schurz und Dünnschiss und allem, was dazugehört, in die Hose. Aber was für sie spricht, es sind wahrscheinlich die letzten Wochen mit Haaland. Sommer hat ja beim Champions League-Spiel so ein bisschen sich durchblicken lassen, genauso wie Mario Gomez, dass Haaland sehr wahrscheinlich bei Man City nächstes Jahr aufläuft. Schade für die Bundesliga, den hätte ich sogar lieber bei Bayern gesehen als jetzt irgendwo in England, aber ist halt so. Köln hat öfter Dortmund schon ein Bein gestellt, ich glaube, das wissen wir beide, da denkt man noch an Markus Gisdol, immer wenn man vermutet hat, jetzt wird er gefeuert, hat er gegen Dortmund überzeugt. Können die das mit Baumgart auch? Mit Sicherheit wird eine gefährliche Sache. Ja. Also Dortmund-Sieg mit einer Quote von 2,1 wird eingeloggt. Bin dabei. Weil der Baumgart, ja, der Mario Basler hat sich über Baumgart aufgeregt, dass der Baumgart so emotional an der Seitenlinie ist. Gerade Mario Basler, weißt du noch, der mit Werner Lorenz sich beinahe mal geprügelt hätte. Und der regt sich auf, dass ein Trainer ein bisschen emotional zur Sache geht. Kann es nicht mehr sehen, aber gut, bei Mario Basler ist ja alles gescriptet. Die skripten ihm da die Sätze hin und er muss sie dann sagen. Aber gut, wir fassen zusammen an diesem Spieltag sehr interessante Spiele. Freiburg gewinnt in Fürth bei einer Quote von 1,75. Würde ich nicht drauf setzen, der Junge schon. Hertha, Double Chance, Felix Magath. 2,17 Augsburg, Double Chance in Stuttgart, 1,86 Bayern, beide Treffen gegen Union Berlin, 1,97 Leipzig, beide Treffen gegen Frankfurt, 1,77 Wolfsburg, Leverkusen, ein X und Köln, Dortmund, eine 2 mit einer Quote von 2,1 und dann wird die Geldzählmaschine angeschmissen nach diesem Spieltag. Also Ta dann, ta ta ta. macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal.